Sehr lange Zeit musste sich Konrad Klappe keine Gedanken machen, dass sich die Motive seiner Bilder bewegten, dass er vielleicht die Perspektive korrigieren musste oder die Haltung seiner Objekte. Denn gemalt hat der gebürtige Düsseldorfer 42 Jahre lang ausschließlich reglose Gegenstände. Mit Vorliebe diejenigen, die in einem Haushalt anzutreffen sind. Fahrräder, Duschköpfe und Schreibmaschinen. Genau die waren es auch, mit denen Klapeck 1955 begann. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Thank you.